Ein Kerzenmeer für das Opfer. Am Mittwoch wurde hier im Süden Stockholms der 18-jährige Abduli erschossen. Der Junge soll Kontakt zu Drogengangs gehabt haben. Während der Tat trainierten viele Kinder auf dem Sportplatz direkt nebenan. Am Abend ist Dimitris Konstantinov zum Tatort gekommen. Er ist in der Gegend aufgewachsen und hatte früher auch Kontakt zu den Gangs, wie er sagt. Es tut mir im Herzen weh. Ich war auch einmal so ein kleiner Junge, der auf den falschen Weg geraten ist. Ich kenne das und ich fühle mit der Familie und den Kindern, deren Leben viel zu früh zu Ende gegangen ist. Die vergangenen Wochen sind ein neuer Höhepunkt in der schwedischen Kriminalgeschichte. Allein im September sind 12 Menschen durch Bandengewalt ums Leben gekommen. Schon seit Jahren bekriegen sich im ganzen Land mehrere Gangs. Es geht um Revierkämpfe und Geschäfte mit Drogen. Auf eine Tat folgt oft umgehend die Rache. Die Täter oft minderjährig und auch mit Migrationshintergrund. Sie werden mit der Aussicht auf schnelles Geld von den Gangs angelockt und sind bereit, für ein paar tausend Euro zu töten. Im Netz prahlen sie damit. Der Kriminalwissenschaftler erkennt bei den Tätern ein gemeinsames Muster. Wir haben ein strukturelles Problem mit einer sehr starken Ausgrenzung ethnischer Gruppen. Viele dieser Jungs werden in einer Gegend angesprochen und rekrutiert, in der sie oft keine bessere Wahl sehen, als Mitglied in einer dieser Gangs zu werden. Schwedens Polizei kommt angesichts der vielen Schießereien kaum hinterher. Sie kennen die Mitglieder der Gangs und manchmal wissen sie sogar von Tötungsabsichten. Und doch können sie die Eskalation der Gewalt nicht aufhalten. Solange sie 3 neue Mitglieder pro Tag rekrutieren, solange es junge Menschen gibt, die bereit sind, für diese Gangs zu töten, wird es dauern, das Problem zu lösen. Das haben wir immer gesagt. Aber wir geben nicht auf. Wir jagen sie jeden Tag. Das Militär soll die Polizei nun dabei unterstützen, mit Hilfe spezieller IT-Technik und durch mehr Personal und bessere Ausrüstung. Schwedens konservative Regierung will auch Zonen für Leibesvisitationen einführen und einen strengeren Jugendstrafvollzug. Die eskalierende Gewalt sei auch ein Ergebnis einer falschen Migrationspolitik der vergangenen Jahre. Deshalb will sie im Eilverfahren auch Gesetze ändern. Das ist Krieg oder das ist Frieden. Unsere Gesetze kennen Krieg und Frieden, normale Verbrechen oder internationalen Terrorismus. Was wir jetzt erleben, liegt irgendwo dazwischen und bedroht das gesamte System. Dimitris Konstantinov sagt, er habe es aus eigener Kraft rausgeschafft aus den Gangstrukturen. Er hofft, dass ihm viele Jugendliche folgen. Doch derzeit rechnet kaum jemand in Schweden mit einer baldigen Lösung der tödlichen Bandenkriminalität.